Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie bei uns sind. Viele meinen, alles sei bereits entdeckt. Immerhin, wir sind auf dem Mond gelandet, es gibt das Internet. Doch wenn man sich mit der Physik etwas genauer befasst, merkt man, da gibt es noch Rätsel. Am Europäischen Forschungszentrum CERN zum Beispiel erkunden Wissenschaftler das Wesen der Masse mit Hilfe von großen Beschleunigern. Und selbst im Alltag, zum Beispiel bei Spaghettis, gibt es immer noch Rätsel der Physik. Und darum geht's heute. Nun, viele dieser Rätsel sind immer noch ungelöst und das, obwohl ziemlich helle Köpfe sich damit auseinandergesetzt haben. Sie sind Päpste der Naturwissenschaft. Galilei machte die ersten Experimente. Newton gründete die klassische Physik, die Einstein in die Neuzeit führte. Die Physik, die Kirche des dritten Jahrtausends, braucht keine Dogmen mehr. Sie versteckt ihr Unwissen hinter schönen Theorien. Die Physiker sind mit ihrer Erkenntnis weit in höchste Sphären vorgedrungen. Auf die letzten Fragen haben sie eine Antwort gefunden. Hatte das Universum einen Anfang? Wird es ein Ende geben? Und doch, trotz all ihrer Observatorien und Teleskope, kennt diese sogenannte exakte Wissenschaft den größten Teil des Kosmos nicht. Ein Skandal. Nicht, weil der menschliche Horizont begrenzt wäre. Im Gegenteil. Noch nie sind Menschen mit ihren Instrumenten und Messapparaten so nah bis an die Grenzen des Kosmos vorgestoßen. Mit bloßem Auge kann ein Mensch etwa 6000 Sterne am Himmel sehen. Mit den heutigen Teleskopen spüren die Astronomen rund 50 Milliarden Galaxien auf. Systeme von Milliarden von Sternen. Die Astronomen kennen ganz genau die Strukturen, mit denen sich die Galaxien ordnen. Ein direktes Abbild der Kräfte, die am Anfang des Kosmos geherrscht haben. Der Skandal ist ein Rätsel direkt in unserer eigenen kosmischen Umgebung, der Milchstraße. Nichts kennen die Astronomen besser. Durchmesser etwa 120.000 Lichtjahre, Zahl der Sterne 300 Milliarden. Mit ihrem galaktischen Zensus können die Physiker exakt sagen, wie viel Masse in unserer Milchstraße vorhanden ist. Mit dem Gesetz der Gravitation ergibt sich daraus eine überprüfbare Aussage, wie schnell die Sterne um das galaktische Zentrum kreisen. Und das können die Astronomen wiederum mit ihren sensiblen Apparaten messen. Das Ergebnis ist seit 80 Jahren ein Schock. Es müsste nach den Beobachtungen 400 Mal mehr an Masse da sein, als beobachtet werden kann. Seitdem sprechen die Physiker von dunkler Materie. Weil dunkel ist, bis heute, was und wo diese Masse ist. Es muss sie geben, sonst stimmen die Gesetze der Physik nicht. Es ist, was es ist. Ein ungelöstes Rätsel der Physik. Rund ein Viertel der Welt, exakt 23%, besteht aus dunkler Materie. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Das Weltraumteleskop Hubble konnte weiter sehen als je ein Mensch zuvor. 4 Monate lang war seine Kamera geöffnet. Die Astronomen entdeckten, dass das All immer schneller expandiert. Das ist nur erklärbar, wenn es eine Energie gibt, die im großen Stil der Gravitation entgegenwirkt, die ja eigentlich alles zusammenziehen will. Seit 20 Jahren nennen die Physiker das die dunkle Energie, weil dunkel ist, was diese Energie sein könnte. Wenn die Gesetze der Physik stimmen, dann ist unsere Welt aus 72% dunkler Energie aufgebaut. Ohne diese dunkle Energie lassen sich die Beobachtungen der Astronomen nicht erklären. Fazit: 95% der Welt sind von einer anderen Art als die Materie, die irdische Forscher in den Labors untersuchen können. Wir kennen nur 5% der Welt. Trotz bester Teleskope und aufwendigster Methoden. Bei diesen Dimensionen wird man schon demütig. Nun, wir selber bewohnen unsere Galaxie, die besteht aus Abermillionen von Sternen. Sie ist gigantisch groß, Durchmesser
etwa 120.000 Lichtjahre. Und wir selber, also unsere Sonne, befindet sich in einem Seitenarm dieser Galaxie. Und diese Galaxie steht nicht still, nein, sie dreht sich wie ein gigantisches Karussell. Und es braucht etwa 230 Millionen Jahre für eine Umdrehung. Nun, das ist, wenn man so will, unser heutiges Weltbild. Doch wenn man zurückblickt, merkt man, die Weltbilder haben sich ständig verändert. Das Foucault'sche Pendel. Der Beweis, dass sich die Erde dreht, und die Lösung eines großen physikalischen Rätsels. Wie kommt der Franzose Jean-Bernard Foucault Mitte des 19. Jahrhunderts auf diese Idee? Es geht um die Frage, wie unsere Welt beschaffen ist. Und diese Geschichte beginnt sehr viel früher. Schon im Altertum suchen die Menschen am Firmament nach Erklärungen. Die Sterne dienen ihnen als Welt der Götter. Bis 600 vor Christus gilt: Die Erde ist eine Scheibe, in der das Höllenfeuer brennt. Die Sterne sind Löcher im Himmelsgewölbe, durch die man ein dahinter loderndes Feuer sieht. Die Griechen der Antike beobachten die Welt systematisch und begründen die Naturphilosophie. Sie entdecken, dass die Erde gekrümmt ist und folglich eine Kugel sein muss. Einer der einflussreichsten Naturphilosophen ist Aristoteles. Nach ihm besteht unser Planet aus den Elementen Wasser, Luft, Erde und Feuer. Die Erde ist das Zentrum der Welt. Der Mathematiker Claudius Ptolemäus untermauert im 2. Jahrhundert nach Christus noch einmal das vorherrschende Weltbild, dass sich Sonne und Planeten um die Erde drehen. Ein Rätsel aber bleibt. Die Planetenbahnen kann er nicht erklären. Es dauert noch einmal mehr als ein Jahrtausend, bis das Weltbild der Antike ins Wanken gerät. Mitte des 15. Jahrhunderts erfindet Johannes Gutenberg den Buchdruck. Wissenschaftliche Erkenntnisse verbreiten sich jetzt schneller. Und die Entdeckung Amerikas 1492 scheint die Kugelform der Erde zu bestätigen. Zu dieser Zeit beschäftigt sich der Arzt Nikolaus Kopernikus mit dem Weltbild des Ptolemäus. Beim Studium alter Schriften entdeckt er, dass schon in der Antike der Grieche Aristarchos von Samos die Idee hatte, dass die Erde die Sonne umkreist. Der revolutionäre Gedanke lässt Kopernikus nicht mehr los. Er kann vielleicht die Planetenbahnen erklären. Kopernikus stellt drei Thesen auf. Die Erde dreht sich um die eigene Achse. Die Sonne ist das Zentrum des Universums. Und die Erde und die anderen Planeten umkreisen sie. Aus Angst vor der Kirche lässt er aber erst 30 Jahre später sein Werk drucken. Doch ein Rätsel bleibt. Auch Kopernikus' Berechnungen können die Bahnen der Planeten nicht erklären. 50 Jahre später erforscht der Astronom Johannes Kepler die Aufzeichnungen der Planetenbewegungen. Er ist fasziniert von Kopernikus' Schriften. 4 Jahre lang rechnet er. Dann hat er die entscheidende Idee. Die Planeten bewegen sich in Ellipsen um die Sonne. Und sie werden schneller, wenn sie sich der Sonne nähern. 1609 veröffentlicht Kepler seine Astronomia Nova. Darin werden die Planeten durch eine von der Sonne ausgehenden Kraft bewegt. Dadurch taucht ein neues Rätsel auf. Denn diese Kraft kann Kepler nicht erklären. Zur gleichen Zeit hört der Mathematiker Galileo Galilei von der Erfindung des Fernrohrs. Mit Linsen aus Venedig, den besten seiner Zeit, verbessert er die Vergrößerung um ein Vielfaches und kann den Himmel besser als je ein Mensch zuvor beobachten. Galilei entdeckt, dass 4 Monde den Planeten Jupiter umkreisen. Das ist der erste Beweis des kopernikanischen Weltbildes. Doch es widerspricht der kirchlichen Weltanschauung, dass nur die Erde das Zentrum von Kreisbewegungen im Universum sein kann.
Die Kirche zwingt Galilei, seiner Überzeugung abzuschwören. Resigniert wendet er sich von der Forschung ab. Was bleibt, ist das Rätsel um die geheimnisvolle Anziehungskraft der Sonne. Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Naturwissenschaften werden wichtiger. Die Gelehrten diskutieren wieder, was die Planeten auf ihren Bahnen hält. Der englische Naturphilosoph Isaac Newton studiert Keplers Theorien und Galileis Gesetze des freien Falls. Angeblich bringt ihn ein fallender Apfel auf eine entscheidende Idee. Die Masse der Körper selbst übt eine Anziehungskraft aus. Je größer ein Körper, desto mehr Masse bindet er an sich. So erklärt sich, warum der Mond um die Erde und die Planeten um die Sonne kreisen. Newtons Gesetze zur Bewegung von Körpern stellen bis heute die Grundlage der Mechanik dar. Und sie gelten als der mathematische Beweis des kopernikanischen Weltbildes. Aber ohne die Erkenntnisse seiner Vorgänger wäre es nie zu Newtons mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie gekommen. Doch es bleibt ein Rätsel. Der praktische Beweis, dass sich die Erde dreht, fehlt nach wie vor. Es dauert noch einmal 150 Jahre, bis Jean-Bernard Foucault eine Idee entwickelt, um zu beweisen, dass sich die Erde wirklich um die eigene Achse dreht. Nach Newton ändert ein Körper seine Bewegung so lange nicht, solange keine Kraft auf ihn einwirkt. Ein Pendel behält also seine Schwingungsrichtung immer bei. Weil sich die Erde aber dreht, sehen wir eine Veränderung, die an den Polen groß ist und zum Äquator hin abnimmt. . 1851 stellt Foucault sein Experiment der Öffentlichkeit vor. Er beweist, dass die Erde sich dreht. Doch schon taucht ein neues Rätsel auf. Ist unser Sonnensystem das Zentrum des Universums? Oder drehen wir uns um etwas viel Größeres? Das hier gilt als das erste Experiment der Physik, die Geburtsstunde der experimentellen Physik, nämlich die schiefe Ebene des Galileo Galilei, mit der er seine Fallgesetze aufstellte. Nun, bis heute lebt die Physik immer wieder davon, es gibt Experimente, die führen zu neuen Erkenntnissen und damit gibt es neue Fragen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der schiefen Ebene von damals und den modernen Teilchenbeschleunigern von heute. Nun, zur Zeit Foucaults stand die Frage noch im Raum, ob unser Sonnensystem das Zentrum der Welt ist oder ob es da noch etwas Größeres gibt. Heute wissen wir, dass selbst unsere Galaxie nur ein winziger Teil des Universums ist. Das Rätsel um die Beschaffenheit der Welt hat sich also nur in neue Größenordnungen verlagert. Aber es besteht noch immer. Gibt es ein Ende des Universums? Noch vor 100 Jahren kannte man nur die Milchstraße. Heute wissen wir von Milliarden weiterer Galaxien. Aber ist das Universum wirklich unendlich? Und warum dehnt es sich aus? Neue Antworten soll der Satellit Planck bringen, der ein besonderes Licht einfängt. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Der Astrophysiker Thorsten Enzlin wertet die Daten aus. Die Hintergrundstrahlung ist das Licht, welches vom Urknall übrig geblieben ist. Solange das Licht nicht aufgehalten wird, bewegt es sich immerzu fort und ist ewig unterwegs. Und wenn wir es heute auffangen, scheint es von Orten, hinter allen Orten zu kommen, die wir sehen können. Also es ist Strahlung, die von hinter den Galaxien kommt, daher Hintergrundstrahlung. Und wenn wir sie heute auffangen, sehen wir, wie das Universum früher war. Astrophysiker können also in die Vergangenheit schauen. Das ist möglich, weil sich Licht in einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, die sich nie ändert. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Das ist 7-mal um die Erde. Von der Erde zur Sonne benötigt ein Lichtstrahl 8 Minuten. Zum nächsten Stern braucht er schon 4,3 Jahre. Zum Zentrum der Milchstraße 25.000 Jahre. Und das Licht der benachbarten Galaxie sehen wir erst nach 2,5 Millionen Jahren.
Die Hintergrundstrahlung aber ist älter als jedes Licht, das wir kennen. Sie strahlt von überall her, gleichmäßig auf uns ein. Die Physiker erkennen sie an ihrer Wellenlänge und der sehr niedrigen Temperatur. Es gibt sichtbares Licht, wie das Licht der Sterne, was Sie mit den Augen sehen können. Es gibt unsichtbares Licht, wie die Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und die können wir mit einem Mikrowellenempfänger heute aufnehmen und im Prinzip eine Fotografie des frühen Universums machen. Alles beginnt mit dem Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren. Heißes Plasma füllt den Raum, der sich immer weiter ausdehnt. Erst nach 380.000 Jahren ist das Universum so weit abgekühlt, dass sich die Materieteilchen zu Atomen verbinden. Das Licht hat jetzt freie Bahn. Während das Licht vom Urknall unterwegs ist, dehnt sich der Raum und dadurch auch die Wellenlänge des Lichts. Hierin unterscheidet sich die kosmische Hintergrundstrahlung von anderer Strahlung. Der Satellit Planck empfängt aus allen Richtungen kosmische Strahlen, aus denen die Hintergrundstrahlung herausgefiltert wird. Es entsteht eine Himmelskarte des Urkosmos. Die Farben bedeuten Temperaturunterschiede des Urlichts im Hunderttausendstelbereich. Was wir sehen in diesen Temperaturunterschieden, sind Regionen, die sich leicht verdichtet haben und Regionen, die etwas expandiert sind. Das heißt Dichteschwankungen. Die Analyse der Dichteschwankungen soll zeigen, ob das Universum endlich ist. Dann aber würde es an sich selbst grenzen. Schwer vorstellbar, aber nach der Relativitätstheorie ist das möglich. Aber noch gibt es dafür keinen Beweis. Außerdem erhoffen sich die Astrophysiker neue Hinweise auf die Kräfte, die die Galaxienhaufen zusammenhalten und das Universum expandieren lassen. Wenn die Theorie stimmt, dass dunkle Energie und dunkle Materie 95% der Welt ausmachen, wird das Universum womöglich ewig expandieren. Die Galaxien entfernen sich immer weiter voneinander. Stimmt die Theorie aber nicht, würde die Anziehungskraft der uns bekannten Materie die Expansion irgendwann stoppen und umkehren. Es käme zum Kollaps. Für die meisten von uns ist es schwer, sich vorzustellen, was es eigentlich bedeutet, wenn Astronomen sagen, der Raum dehnt sich aus, der Kosmos expandiert. Aber es gibt einen Trick. Man kann ein Gedankenexperiment machen. Man muss nicht unbedingt in drei Raumdimensionen denken, sondern wir machen Folgendes. Wir stellen uns vor, der Raum wäre eine Fläche. Die Fläche eines Luftballons und auf diesem Luftballon male ich drei Punkte. 1, 2, 3. So. Diese drei Punkte stehen, wenn man so will, für Galaxien. Und jetzt kommen wir zur Expansion des Universums. Das entspricht im Grunde genommen dem, was ich hier mache, nämlich ich puste den Luftballon auf. Und was man nun deutlich sieht, ist, die Galaxien entfernen sich voneinander, und zwar jede für sich, also von jeder Galaxie aus betrachtet, entfernt sich die andere. Und so kann man sich das zumindest vorstellen. Interessant ist, wie geht's weiter? Nun, früher dachte man, irgendwann ist es ein Ende mit der Expansion und das Ganze läuft rückwärts. Also wir bewegen uns wieder zurück zum Ursprung, zum Urknall. Die Abstände zwischen den Galaxien würden dann immer kleiner werden. Aber inzwischen weiß man, dem ist nicht so. Unser Universum expandiert ständig. Nun, das ist das Ergebnis von vielen verschiedenen Naturkonstanten. Und es ist spannend, wenn man sich mal klar macht, was passieren würde, wie zum Beispiel unser Alltag aussehen würde, wenn wir eine Konstante leicht verändern würden. Autsch, das tat weh. Die dämliche Gravitation. Da müsste man was gegen tun können. Zum Beispiel, indem man genau im richtigen Moment die Gravitation kleiner dreht. Perfekt. Mal sehen, was noch passiert, wenn man an der Gravitation dreht. Stellt man die Gravitationskonstante G kleiner, verlieren alle Gegenstände an Gewicht. Abnehmen leicht gemacht. Ein kleines G heißt auch, dass man höher springen kann.
Überhaupt ist die Fortbewegung weniger anstrengend. Wenn man noch etwas weiter dreht, ändert sich sogar das Aussehen von Pflanzen und Tieren. Denn bei einer geringeren Schwerkraft muss alles nicht so stabil gebaut sein. Alles wird feiner und eleganter. Im Sonnensystem stellt sich ein neues Gleichgewicht zwischen Fliehkraft und Schwerkraft ein. Der Mond entfernt sich von der Erde und beide zusammen entfernen sich von der Sonne. Dadurch dauert ein Umlauf länger. Das Jahr hat mehr Tage. In der Sonne laufen die Verbrennungsprozesse langsamer ab. Zusammen mit der größeren Entfernung zur Sonne sorgt das auf der Erde für erheblich geringere Temperaturen. Irgendwann reicht die Anziehungskraft der Erde nicht mehr aus, die Atmosphäre zu halten. Es gibt keine Luft zum Atmen mehr. Schließlich lösen sich bei extrem kleiner Gravitationskonstante alle Strukturen auf. Es gibt nur noch ein diffuses Gas. Keine Chance für Leben. Vielleicht ist es doch besser, die Gravitation wieder normal einzustellen. Oder sogar ein wenig größer. Mit zunehmendem G bekommt alles mehr Gewicht. Um unter der Last der Schwerkraft nicht zusammenzubrechen, müssen Pflanzen und Tiere stabiler gebaut sein. Im Weltraum stellt sich zwischen Fliehkraft und Schwerkraft ein neues Gleichgewicht ein. Mond, Erde und Sonne rücken näher zusammen. Das Jahr wird kürzer. Der Druck in der Sonne steigt. Sie brennt heißer und damit auch schneller. Sobald der Brennstoff verbraucht ist, kann die Sonne der Gravitation nicht mehr widerstehen und kollabiert zu einem Neutronenstern. Die Gravitation prägt mehr und mehr das Erscheinungsbild. Hohlräume werden zusammengequetscht, sodass nur noch kugelförmige Gebilde übrig bleiben. Selbst der Hohlraum zwischen Atomkern und Elektronenhülle verschwindet. Die Elektronen stürzen in den Atomkern und es bleiben nur Neutronen übrig. In den Zentren der Galaxien bilden sich schwarze Löcher, die rasant wachsen und die Galaxien auffressen. Das Weltall besteht schließlich nur noch aus schwarzen Löchern. Ist die Gravitationskraft maximal, dann verschmelzen die schwarzen Löcher zu einem einzigen schwarzen Loch. Schon wieder keine Chance mehr für Leben. Schluss mit dem Gedankenexperiment. Es ist doch gut, dass die Gravitationskonstante genau so ist, wie sie ist. Sonst gäbe es unsere Welt nicht. Der kleine Newton hat so seinen Spaß, mit den Naturgesetzen zu spielen. Doch das Interessante ist, diese Naturgesetze in unserem Verständnis sind universell. Also die gelten hier nicht nur auf der Erde in unserem Studio, sondern auch, wenn man sich davon entfernt, im Weltraum. Also wir entfernen uns von der Erde und immer noch das Gravitationsgesetz gilt. Es gilt genauso auf anderen Planeten, sogar in anderen Sonnensystemen, in anderen Galaxien. Aber die moderne Physik hat für uns eine Überraschung. Denn laut Stringtheorie ist es so, dass unser Universum nur eines von ganz vielen ist. 10 hoch 500 verschiedene Universen gibt es, Parallelwelten, in denen alles ein bisschen ähnlich abläuft, vielleicht mit veränderten Gesetzen der Physik. Und wer weiß, vielleicht gibt es dort auch irgendwo einen Planeten und eine Fernsehsendung mit einem Moderator, der auch ein Experiment macht. Aber die Physik ist in diesem Universum ein bisschen anders als bei uns. In unserem Paralleluniversum gelten eben auch unsere Gesetze der Physik. Und eines davon ist das Gesetz der Schwerkraft. Und wir kennen das alle aus der Schule. Feder und Hammer, alle Dinge fallen gleich schnell. Fast. Oh. Hier auf der Erde gibt es nämlich eine Atmosphäre. Die Feder wird im Fall abgebremst. Aber dieses Experiment hat man auf dem Mond gemacht. Und zwar im Zusammenhang mit der Apollo 15 Mission. Hier sehen Sie Astronaut Scott. Er hat einen Hammer und eine Feder.
Die Bilder sind ein bisschen rauschig, aber schauen Sie mal, beide fallen gleich schnell, denn auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. Also hier, auch hier auf dem Mond, wirkt die Schwerkraft. Und die Schwerkraft ist so etwas wie der Gral der Physik. Und manche fragen sich, wie zuverlässig ist eigentlich das Gravitationsgesetz? Es ist wieder soweit. Die Stunde der Wahrheit naht. Hat die Gravitationskonstante noch ihren alten Wert? Der Elektroingenieur Günther Herold und der Physiker Ulrich Schreiber messen heute Nacht noch einmal nach. Das ist unser Geschäft. Alle Physiker stellen Theorien auf und im nächsten Moment versuchen sie gleichzeitig, sie wieder abzuschießen. Die Gravitation gehört zu den vier Grundkräften der Physik. Sie hält die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne und uns auf der Erde fest. Und er soll den Beweis liefern. Der Mond. Die Amerikaner und später auch die Russen haben bei ihren Mondbesuchen Laserreflektoren hinterlassen. Sie funktionieren wie die Katzenaugen am Fahrrad. Mit ihrer Hilfe können die Forscher weltweit exakt messen, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist. Die Position der Reflektoren ist bekannt. Einen der Spiegel werden die Forscher heute mit einem Laserstrahl anvisieren. 21. Danach gehen wir zu Apollo 11 und eventuell können wir noch Apollo 14. Der Abstand von Mond und Erde kann mit Hilfe der Gravitationstheorie exakt vorausberechnet werden. Diese Vorausberechnung überprüfen die Forscher. Ihre Messlatte ist ein gepulster Laserstrahl. Treffen Sie einen der Mondkollektoren, wird das Laserlicht reflektiert. Über die Laufzeit des Lichts berechnen Sie die Entfernung. Nach den Theorien Einsteins verändert sie sich nicht. So bin ich auch fest davon überzeugt, dass die Theorie von Herrn Einstein nicht die letzte sein wird. Es ist eine extrem gute Theorie, aber vielleicht haben wir in 10 Jahren oder 20 Jahren eine, die in den Vorhersagen noch genauer ist. Die Messung beginnt. Der Laser wird gepulst und in die Kuppel des Teleskopes gelenkt. Er verlässt die Erde als dicker Strahl. Das Gravitationsgesetz bewirkt, dass alle Körper gleich schnell fallen, egal wie groß oder schwer sie sind. Das gilt auch für Mond und Erde. Und da man ihre Eigenschaften kennt, wählen die Physiker sie als Messobjekte aus, um immer wieder die Gravitationskonstante zu überprüfen. Die Messung hat geklappt. Das Lasersignal kommt zurück. Nicht mal 3 Sekunden, nachdem es die Erde verlassen hat. Von dem, was ich dort auf dem Bildschirm sehe, ist es so, dass wir 3 Nanosekunden kürzer als die Vorhersagen sind, Herr Heute. 3 Nanosekunden, das sind etwa 90 Zentimeter. 90 Zentimeter Abweichung bei einer Entfernung von rund 365.000 Kilometern. Das reicht nicht, um die Gravitationskonstante zu erschüttern und Einstein zu widerlegen. Aber vielleicht gelingt es den Forschern ja bei der nächsten Erde-Mond-Vermessung. Das Schöne an den Naturkonstanten, wie zum Beispiel der Gravitationskonstante, besteht darin, dass die Physiker sie ständig überprüfen. Und sollte es da eine leichte Abweichung geben, dann ist es Zeit für eine neue Theorie. Aber es gibt auch Rätsel der Physik im Kleinen. Zum Beispiel Spaghetti-Physiker. Haben Sie schon mal Folgendes versucht? Sie nehmen Spaghetti und versuchen sie in 2 Teile zu brechen. Das gelingt ihnen in der Regel nicht, die zerspringen in ganz viele verschiedene Teile. Nun, dieses Problem beschäftigte Physiker, und zwar schon lange. Da haben sich kluge Menschen, wie zum Beispiel der Nobelpreisträger Richard Feynman, dran versucht. Aber sie hatten keine Erklärung für dieses Phänomen. Und erst 2004 fanden französische Wissenschaftler den Grund. Sie untersuchten das Phänomen mit einer Highspeed-Kamera. Dabei stellten sie Folgendes fest: Es kommt zu Schwingungen und diese Schwingungen wandern entlang des Spaghetti und
Da ein Spaghetti nicht überall genau gleich ist, gibt es kleine Unterschiede und genau dort bricht er. Aber der entscheidende Punkt ist, die Schwingung läuft weiter, also das Ganze entspannt sich nicht und dadurch kommt es zu vielen verschiedenen Brüchen. Das Ganze wird am Ende reflektiert, geht zurück und auf jeden Fall damit hatte man ziemlich spät das Spaghetti-Rätsel gelöst. Aber es gibt im Alltag jede Menge Rätsel und da gibt es noch keine Antwort. Wir haben drei schöne Beispiele. Das erste ist das Wirbelrohr. Sieht sehr unscheinbar aus. Hier ein Rohr angeschlossen an einen Luftschlauch, also von unten kommt die Luft rein. Und hier hinten sehen Sie, was passiert. Die Luft kommt rein, verwirbelt sich, wird zurückgeworfen. Und das Interessante ist, wenn man sich mal die Temperatur anschaut. Wir schalten mal ein. So, jetzt, ich kann es hier spüren, aber damit Sie es auch sehen können, haben wir eine Wärmebildkamera. Und jetzt schauen Sie mal auf das Ergebnis. Hier, da ist es rot und das heißt warm. Und hier ist es blau, da ist die Luft kalt. Also auf irgendeine Weise wird plötzlich am einen Ende die Luft kalt, am anderen Ende ist sie warm. Und für dieses Wirbelrohr gibt es bis heute keine Erklärung. Aber das Phänomen funktioniert, wird sogar technisch eingesetzt. Also vielleicht haben Sie ja eine Erklärung für dieses Rätsel der Physik. Und es gibt ein zweites Rätsel, das ist noch verblüffender. Nehmen Sie Shampoo, eine Glasplatte und lassen Sie Shampoo mal einfach draufperlen. Mache ich hier. Und wenn man darauf achtet, hier kann man es sehen, da bilden sich plötzlich ein Haufen, aber dann gibt es so einen Rückstrahl. In der Zeitlupe kann man das noch schöner sehen. Das Ganze funktioniert mit Shampoo, aber auch mit Öl. Und auch hier gibt es bis heute keine Erklärung für das Phänomen. Also wenn Sie eine Antwort haben, können Sie sich in der Welt der Physik unsterblich machen. Und wir haben noch ein drittes Phänomen und das ist noch einfacher. Zwei Behältnisse mit Wasser. Die gleiche Menge. Einmal ist das Wasser kalt, einmal, sieht man hier am Dampf, ist das Wasser heiß. Beide Gefäße kommen in den Gefrierschrank. Frage an Sie, wo friert das Wasser zuerst? Nun, der gesunde Menschenverstand sagt, im Kalten zuerst, aber dem ist nicht so, denn das heiße Wasser gefriert zuerst. Nun gibt es schlaue Physiker, die haben gesagt, na ja, das hat mit der Verdampfung zu tun, da wird Wärme entzogen und durch die Verdampfung wird auch ein bisschen Wasser abgezogen. Das heißt, es gibt weniger Wasser und im Gefrierschrank geht es dann schneller. Nun, ein junger Schüler aus Tansania kam auf die einfache Idee, Deckel drauf, also die Mengen müssen dann gleich sein, hat das Experiment wiederholt und in der Mehrzahl der Fälle gefriert immer noch das heiße Wasser und niemand weiß warum. Also vielleicht haben Sie hier eine Erklärung. Nun, das sind, wenn man so will, die kleinen Rätsel der Physik. Aber es gibt auch Experimente, die das Denken einer ganzen Epoche umgestoßen haben. Albert Einstein zum Beispiel erklärte mit seiner Relativitätstheorie die zuvor experimentell gefundene rätselhafte Eigenschaft des Lichts. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts ist nämlich konstant, hat denselben Wert. Und das führte zu einer Revolution in unserem Weltbild. Und seit damals, seit 1905, wurde dieses verblüffende Phänomen immer wieder durch Experimente bestätigt. Albert Einstein. Die wichtigste Säule seiner Relativitätstheorie ist das Prinzip, nichts, aber auch gar nichts könne sich schneller als Licht ausbreiten. Erst vor kurzem hatten Astronomen dieses Gesetz wieder bestätigen können. Bei einer Supernova. Exakt zur gleichen Zeit wie das Licht dieser Sternexplosion kamen auch die sogenannten Neutrinos an. Auch sie gehorchen Einsteins Prinzip. Doch genau solche Neutrinos könnten Einstein zum ersten Mal widerlegen.
am CERN in Genf. Mit dabei Edda Gschwendtner. Die Physikerin arbeitet am größten Teilchenbeschleuniger der Welt. In einer Nanosekunde legen Neutrinos etwa 30 cm zurück, wie das Licht. Genau gemessen hat man die Laufzeiten der Neutrinos allerdings noch nie. Es war immer die Idee, dass man einfach die Zeiten misst. Aber das war ursprünglich, die Anforderungen waren mit einer Genauigkeit von 100 Nanosekunden oder so. Dann haben am CERN die Zeitleute gesagt, eigentlich könnte man das besser machen. So entsteht OPERA, das Experiment, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Neutrinos zu messen. Die Ingenieure und Vermessungsexperten schaffen die Geräte an für die Messung der Distanzen und der Laufzeiten. Kollegen in Italien sollen die Neutrinos aus Genf auffangen, in ihrem Labor in Gran Sasso. Neutrinos durchdringen alles, ohne jeden Widerstand. Nichts hindert sie auf ihrem Weg durch die Felsen. Als erstes bestimmen die Physiker mit GPS den direkten Abstand. Genauigkeit 20 cm. Es sind exakt 731 Kilometer, 278 Meter und 0 Zentimeter. Damit kann das Experiment OPERA im Frühjahr 2011 beginnen. Aufgabe im CERN? Die Neutrinos herzustellen in seinem 27 Kilometer langen Beschleuniger. In einer Apparatur werden sie exakt gebündelt. Und dann in Richtung Italien geschossen. In gerader Linie, durch die Alpen, zum Gran Sasso. In Paketen zehntausende Nanosekunden breit. Wenn die Neutrinos dann dort im Labor eintreffen, stoppen die Physiker die synchronisierten Uhren und lesen die Laufzeiten ab. Im März läuft die erste große Kampagne. Hunderttausende von Messungen werden gemacht. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass Einstein nicht recht gehabt haben könnte. Doch die ersten Ergebnisse sind völlig überraschend. Immer wieder dividieren die Physiker die Strecke von Genf zum Gran Sasso durch die Laufzeiten. Was herauskommt, kann nicht sein. Immer sind die Neutrinos schneller als Licht. Um exakt zu sein, 53 Nanosekunden. Der Schock sitzt tief. Man vereinbart Stillschweigen. Ein Messfehler? Sind die Pakete von zehntausenden Nanosekunden zu groß? Die Frage nach einem dummen Fehler steht im Raum. Das war natürlich eine gerechtfertigte Frage, wo viele Leute gemeint haben, nein, vielleicht gibt es dann systematische Effekte, die dieses Resultat auch erklären könnten. Und? Und deswegen war dann der nächste Schritt am CERN eine sehr gute Idee, dass man halt sagt, jetzt schießen wir nicht so einen Strahl runter, sondern wir schießen einen Strahl runter, der extrem kurz ist. Die ganze Messtechnik steht auf dem Prüfstand. Ist die Distanz korrekt? Man legt sogar ein Erdbeben in den Alpen offen, das die Distanz leicht verändert hatte. Doch auch die neue Kampagne zeigt wieder etwas, was man gerne vermieden hätte. Tatsächlich, die Resultate innerhalb dieser, also die das OPERA-Experiment genommen hat, die haben dann 20 Neutrinos mit diesem Beam gemessen, ergeben ähnliche Resultate wie die vorherigen. Die Reaktion war natürlich aufregend. Im September 2011 gehen die Forscher an die Öffentlichkeit. Die Sensation ist perfekt. Hat Einstein doch nicht recht? Sein Prinzip ist der Eckstein der Relativitätstheorie. Nimmt man ihn weg, bricht alles zusammen. Die eleganteste physikalische Theorie der Neuzeit wäre falsch. Vom Prinzip her ist dieses Experiment verblüffend einfach. Man kennt die Strecke zwischen Genf und Gran Sasso. Die Neutrinos starten in Genf, in Gran Sasso nimmt man die Zeit und stellt fest, sie sind im Moment schneller als das Licht. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man hat richtig gemessen, sie sind tatsächlich schneller als das Licht. Nun, das wäre eine Revolution, denn die Gesetze der Physik müssten nochmal umgeschrieben werden. Unser Weltbild würde wieder aus den Angeln gehoben. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler in diesem Experiment eingeschlichen. Und damit sind wir bei einem prinzipiellen Problem der Elementarteilchenphysik. Diese Experimente sind gigantisch, kosten sehr viel. Und was macht man? Es gibt viele internationale Kooperationen und ein großes Experiment. Was man bräuchte, wäre ein zweites. Denn
In der Wissenschaft ist es wichtig, dass Phänomene reproduzierbar sind. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir ein neues Rätsel in der Physik. Moment mal, ihr seid noch hier? Das kann nur eine Sache bedeuten. Ihr liebt Wissenschaft. Dann wäre es jetzt nur die logische Konsequenz, sich einer dieser Videos anzuschauen oder direkt zu abonnieren. Vertraut mir, ist wissenschaftlich geprüft.